Der Wettbewerb um die Ressource Holz ist in den letzten Jahren signifikant angestiegen. Und deswegen suchen wir auch Alternativen, wie wir Fasern für die Papier- und Hellstoffindustrie herstellen können, die eben nicht aus Wäldern stammen. Uns war es besonders wichtig, dass wir Pflanzen verwenden, die nicht direkt in der Konkurrenz mit der Lebensmittelproduktion stehen. Konkret haben wir Ranken von Hopfenanbau verwendet, der nach der Ernte der Hopfenblüten übrig bleibt. Dann haben wir Hanfspäne verwendet. Als dritten Rohstoff haben wir Miscanthus eingesetzt. Miscanthus ist hier auch bekannt als Elefantengras. Das sind ganz große Kolben, die können bis zu 3 Meter hoch werden. Und das Besondere an Miscanthus ist, dass er auch auf feuchten Böden wachsen kann, die nicht unbedingt für die Getreideproduktion verwendet werden. Wir haben die Rohstoffe erstmal zerkleinert. Die ganzen Pflanzen kann man natürlich nicht in einem Kochprozess verarbeiten. Im nächsten Schritt haben wir den sogenannten Glasen-Ligningehalt bestimmt. Das Problematische an Lignin ist, dass Fasern mit einem höheren Ligningehalt weniger Festigkeiten im Endprodukt haben. Habe ich einen höheren Ligningehalt in der Faser, dann neigt die Faser auch zur Vergilbung und sie ist braun gefärbt. Wir haben festgestellt, dass Hanf ungefähr 12 bis 14% Lignin hat, Miscanthus und Hopfen lagen ungefähr bei 22%. Im Vergleich zu Holz ist das von Vorteil. Holz hat hier einen Ligningehalt von ungefähr 30%. Das ist schon mal sehr positiv. Der nächste Schritt war die eigentliche Kochung. Das ist ja das Herz dieses ganzen Verfahrens. Wir versuchen eben hier aus dem Rohstoff Lignin abzutrennen und die eigentlichen Fasern zu gewinnen. Das Problematische an der Herstellung von Zellstoff aus Holz ist ein relativ komplexer Chemikalienkreislauf. Und für unsere Untersuchungsreihe haben wir uns auf einen sehr einfachen Chemikalieneinsatz konzentriert, damit wir möglichst umweltfreundlich und nachhaltig die Fasern herstellen können. Das Wichtige für Zellstofffasern ist, dass sie möglichst lang sind, einen geringen Ligninanteil haben und einen geringen Feinstoffanteil haben. Wir haben jetzt die Fasern von verschiedenen Rohstoffen und den verschiedenen Kochversuchen miteinander verglichen. Generell kann man sagen, dass die Hanfspäne Fasern hatten, die relativ lang sind. Egal mit welchen Verfahren wir gearbeitet haben, auch bei Miscanthus bekommen wir längere Fasern. Der Vorteil bei den Miscanthus-Pflanzen war, dass in allen Kochversuchen die Fasern einen sehr geringen Feinstoffanteil hatten. Das ist sehr positiv. Ein weiterer positiver Aspekt für Miscanthus waren die höheren Ausbeuteergebnisse. Das heißt, man bekommt prozentuell mehr Fasern als einer Kochung raus im Vergleich zum Hanf. Der Hopfen war die Pflanze, die uns ein bisschen enttäuscht hat. Hier hatten wir nämlich relativ kurze Fasern und insbesondere einen sehr hohen Feinstoffanteil. Insgesamt eignet sich der Miscanthus sicherlich für die Herstellung für Papierprodukte. Und wir haben einfach jetzt hier ein ganz spannendes neues Thema, um den Thema Nachhaltigkeit in der Papierindustrie weiter voranzubringen. Und wir brauchen wirklich noch ganz viele Ideen, junge Leute, damit wir die Industrie weiterentwickeln können.